Hallo Freunde des Films, ich war mal wieder in einer PV für euch und habe mir Maze Runner, die Auserwählten in der Brandwüste, angeschaut, dessen Vorgänger ich übrigens sehr unterhaltsam fand wegen dieser mystischen Geschichte rund um das Labyrinth und seine Insassen und dass die Spannung bis zum Ende aufrechterhalten werden konnte. Und wie es mit dem zweiten Teil aussieht, erfahrt ihr jetzt. Storytechnisch beginnt Maze Runner 2 genau da, wo der erste Teil aufgehört hat. Thomas und die anderen Überlebenden des Labyrinths finden sich in einer postapokalyptischen Welt wieder und versuchen, ihrer wahren Bestimmung auf den Grund zu gehen. Dabei stellt sich ihnen ein Virus in den Weg, was fast die gesamte Menschheit in Zombies verwandelt hat. Ja, ganz recht. Zombies in Maze Runner 2. Und für FSK 12 Verhältnisse sehen sie sogar relativ eklig aus und bieten auch einige Schreckmomente. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber ich war positiv überrascht. Doch nicht nur die Zombies sorgen für Action in Maze Runner 2. Es gibt nämlich auch massenhaft Schießereien und Explosionen und dadurch richtig coole 5.1-Effekte, wo die Kugeln um einen herumfliegen. Und der Gewaltgrad dabei ist, wie gesagt, für eine Teenie-Roman-Sci-Fi-Fantasy-Verfilmung, wie es ja im Moment einige gibt, relativ hoch und mit Freude zu begrüßen. Aber es gibt natürlich auch ruhige Sequenzen, die sich dann eher mit der Vergangenheit von Thomas und seinen Freunden beschäftigen. Also hat man nicht die ganze Zeit nur Action, 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 Action. Positiv finde ich auch noch, dass in den Maze Runner Filmen keine typische Liebesbeziehung vorkommt, die es in den meisten Teenie-Verfilmungen dieser Art ja zuhauf gibt. Das ist besonders für die Zuschauer gut, die gerne postapokalyptische Filme sehen, sich aber durch die jungen Hauptdarsteller auf dem Poster zum Beispiel abgeschreckt fühlen. Was mir nicht so gut gefallen hat, und das ist ganz bitter, ist ausgerechnet das Ende des Films. Hier hat Regisseur Wes Ball einfach schlechtes Timing bewiesen. Würde die Schere ein paar Minuten früher zum Einsatz kommen und die Credits dann einblenden, hätte man direkt im Kinosaal noch Lust auf den dritten Teil. So blickt man dem Ganzen allerdings ein wenig nüchterner entgegen. Trotz des leicht verhunzten Endes kann man sich Maze Runner 2 also noch sehr gut im Kino anschauen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!